Ja, hallo lieber Thorsten Körner. Wir drehen heute hier im quasi zweiteiligsten, nämlich der Kabine der oder dem Vorraum der Kabine der U23. Du bist Zeugwart bei der U23 und unterstützt auch bei den Profis schon seit einer Weile den Walter Notter. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast heute. Gerne. Ich habe gelesen in eurer Publikation am Bruchweg, dass das so ein bisschen dein Traumjob ist. Wie kommt man denn auf die Idee, Zeugwart zu werden? 2006 hat mich ein Kollege angesprochen, ob ich Interesse hätte, sie würden dann Betreuer suchen bei der U17. Und so ist es dann zustande gekommen, ja. Okay. Und du bist dann von der U17 erst in die U19 hoch, Also ich ne? habe jetzt, es waren knapp 10 Jahre, wo ich dann Ja. die U17 war, ja. Und dann irgendwann hat der, wo mich da hergebracht hat, der hat dann aufgehört. Ja. Und dann bin ich also eine Stufe höher. Und nach einem Jahr bin ich dann vom Sandro Schwarz mal abends angerufen worden, ob Ja. ich Interesse hätte, bei der U23 einzusteigen. Und da habe ich gesagt, der wird mich auf den Arm nehmen, ja. Aber es wurde dann konkreter, ja. Und so ist es dann zustande gekommen. Also dann innerhalb von 2 Jahren dann in die U23 gekommen. Und da Okay. bin ich jetzt seit 3 Jahren. Wie erklärt man denn bei einer Familienfeier, wo ja immer so die Fragen kommen nach dem, was man so macht, was so die Aufgaben sind als Zeugwart? Ja gut, da mein Schwiegervater auch fußballbegeistert ist, ist Ah, es okay. natürlich klar, dass da jeder fragt. Ja, ist auch sehr interessant für viele, ja, Ja. weil man kann sich das nicht so vorstellen. Ja, Zeugwart, Mädchen für alles, ja. Und da kommen natürlich die dollste Frage auf, ja. Zu den Aufgaben tatsächlich. Also ein großer Teil besteht ja darin, dass du tatsächlich eben zuständig bist für die ganze Ausrüstung. Wie sieht es denn so beispielsweise am Spieltag aus? Auf was musst du da alles achten, an was musst du alles denken? Ja, da muss man an viele Sachen denken, beziehungsweise muss man schon seinen Kopf zusammenhalten. Ja. Ja. Ich tue aber meistens schon einen Tag davor schon anfangen, Okay. wenn die Spieler dann eben draußen sind. Ja, da habe ich auch meine Ruhe. Ja, dann Ja. schließe ich also hin und vorne ab, mache meine Musik an und dann geht's rund. Was gehört denn zu den Sachen, die da vorgehalten werden müssen? Also ist es ein Trikot, sind es zwei? Ist es irgendwie, gehört die Unterhose auch dazu? Ist es ein Shirt zum Warmlaufen? Was gehört, was ist Also, wenn alles man mal dabei? ehrlich ist, die kommen nur noch mit dem Beauty Case. Die kriegen also alles hingelegt. Ja. Okay. Also, Trikots sind meistens in der Regel 2 Stück. In der Halbzeit frage ich dann meistens, ob einer ein zweites will, wenn es durchschwitzt ist, ja, Ja. oder wenn mal einer Blute tut. Ja. Ja. In der Regel haben die dann ihren Rucksack dabei, wo sie, sagen wir mal, die Beauty Case dabei haben. Ja. Da haben die natürlich ihre Privatunterhose haben sie dabei. Ja. Also jetzt beim Spiel zum Beispiel, da kriegen sie entweder die vom Verein gestellte oder ihre private, die habe ich dann auch dabei. Da steht dann denen ihre Nummer drin, dass ich sie zuordnen kann. Ich Ja. wollte gerade sagen, also es ist nicht so, dass dann irgendwie ein Spiel hat die Unterhose der Brosinski an und im Nee, nächsten nee, dann nee, der nee, nee, Latzer, nee, 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 sondern nee, nee, die das sind über die Nummern zugeordnet. ganz genau, ja. Alle Klamotten, also auch die Shirts und die Jacken und so? Die Shirts nicht, also wir haben keine Nummern, wenn da so drauf steht, das tue ich dann immer nach der Größe, tue ich das dann denen immer hinlege, ja. Und du hast im Vorgespräch auch schon erzählt, du hast ja erstmal irgendwie tagelang Schränke geschrubbt, als du den Job übernommen hast. Warum ist dir das so wichtig und inwiefern passt das auch zu dem Job tatsächlich? Ja, ich sag mal so, Sorgfaltspflicht ist bei mir schon vom Kind auf. Ja. Ich weiß auch nicht, von wem ich das habe. Ja. Das war schon früher bei der Bundeswehr in Anführungsstrichen so. Da habe ich dann immer für die Kollegen die Spinde in Vordermann gebracht, sonst wären wir nie heimgekommen. Und das habe ich jetzt überall, ob es jetzt zu Hause war oder jetzt auch auf der Arbeit, auch wo ich früher gearbeitet habe, da hatte ich das immer. Ich kann keine Unordnung haben. Die gegnerische Mannschaft kommt ja mit ihrem Zeugwart, ne? Wie sprecht ihr euch untereinander ab und was sind so Aufgaben, die du auch noch für die gegnerische Mannschaft übernehmen musst? Also in der Regel rufe ich so 3 bis 4 Tage, wenn wir Heimspiel haben, beim Kollegen an, tue mir die Trikots absprechen. Das klappt also wunderbar. Wenn die jetzt Wasser brauchen, in der Regel stelle ich immer 2 Kasten Wasser rein, Ja. 7 Bälle, dass sie. Warum brauchen die 7 Bälle? Ja, die 7 Bälle habe ich jetzt von mir aus so gemacht. Ja, das sind, also Okay. wir kriegen ja bei denen auch immer Bandbälle, dass sie sich an die Bälle, wo wir spielen, dran gewöhnen können. Für mich Okay. ist das zwar Humbug, weil für mich, also Ball ist nicht gleich Ball, sagen wir mal Ja. so, ja. Aber das ist so gang und gäbe. Ja. Warum jetzt Okay. gerade 7, weiß ich nicht, das habe ich jetzt selber mal so festgelegt. Ja. Okay. Wenn die dann noch Wünsche haben, was wir machen können, machen wir dann, wenn Obst oder was, ja, oder Kuchen, das tue ich dann in die Wege leite.
Was man ja oft liest, wenn man sich mit dem Job so ein bisschen beschäftigt, ist, dass ihr schon auch so ein bisschen, also Mutter für alle ist vielleicht irgendwie der falsche Begriff, dann eher so Vater für alle, also durchaus auch Ansprechpartner für die Spieler seid, dass es irgendwie Spieler gibt, wo man weiß, die brauchen vielleicht noch irgendwie so drei Gummibärchen vorm Spiel Ja, und so. genau. Wie ist denn da so die Verbindung und wie wichtig ist dir das auch? Also mir ist das sehr wichtig. Ja, und ich kann jetzt mal eine Geschichte erzählen. In der U17, da hatte ich einen Spieler gehabt, der hat vor jedem Spiel, kurz vor dem Anpfiff, hat er einen Knoppers gegessen. Ja? Okay. Also es war dann dem sein Ritual. Ja? Ich Ja. habe das dann ihm dann immer aufgemacht und wenn er dann eingelaufen ist, hat er das gegessen. Ja? Okay. Das sind so kleine Anekdote. Mache ich ja liebend gern. Ja? Ist Fußball was, was du privat noch genießen kannst? Oder wenn du dir so ein Champions League-Spiel anguckst, ist es eher so, dass du guckst, ob irgendwie alles richtig sitzt und so ausschaut, wie es irgendwie sein muss? Ja, also ich sage jetzt mal, ich habe ja hier in Mainz am Tag genug Fußball. Ja? Also ich gucke mir zwar auch zu Hause Fußball an oder so, ja? Aber ich tue es danach manchmal weg, ja? Weil meine Frau tut natürlich auch viel auf die Zeit verzichtet auf Ja. mich, ja? Und dann muss ich das dann dementsprechend auch mit ihr dann ein bisschen verbringen. Ja? Sehr schön. Das hoffen wir dann auch für dich und wünschen es euch beiden. Ich greife mal über dich drüber. Du bekommst von mir als Dankeschön die dir sicher wohlbekannten Mainz Ja, 05 ja. Gummibärchen in der Wortpiratin-Gummibärchentüte. Das ist die alte Kolumnentradition. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hattest. Das Danke hat sehr viel auch. Spaß gemacht. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Toll.